Nach unserem ersten Think Tank im April und vielen weiteren Stunden des Austausches kommen wir heute zu unserem ersten RP-Forum Zukunftsmedizin hier zusammen. Denn wir wollen Deutschland zur Mitarbeit am Krankenhaus der Zukunft auffordern. Wir möchten mit der Rheinischen Post, mit all den engen Partnern, die sich hier um dieses Forum Zukunftsmedizin versammelt haben, keine Einzelereignisse mehr. Es gab hier in diesen Räumen am 21. April, einige von Ihnen waren dabei, einen Sondierungsworkshop, einen Think Tank, der angefangen hat, eine Vorbereitung auf heute in Angriff zu nehmen. Und nach heute wird es, das haben wir auch gehört, eben weitergehen mit dem, was hier auf dem Boden liegt. Es wird damit weitergehen, dass die Inhalte, die Sie heute hier erarbeiten und besprechen, Ende August nach den Ferien einer Viertelmillionen Menschen in Deutschland auf den Tisch gelegt werden und damit Thema sein werden auf den Frühstückstischen und an den Couchabenden in diesen Familien unter diesem Thema Zukunftsmedizin. Also ich bin ganz begeistert natürlich. Erstens begeistert, dass dieses Thema nicht nur Mediziner irgendwie so umtreibt, sondern auch Juristen, auch andere, die von ganz anderen Seiten herkommen. Ja, auch die RP natürlich und wirklich völlig andere. Bisher habe ich immer gedacht, das ist das, was uns persönlich als Mediziner nur so sehr betrifft und vielleicht dann die Patienten. Aber dass alle anderen da auch mit involviert sind und sich viele Gedanken gemacht haben, das ist natürlich sehr schön und bringt einen jedes Mal weiter. Ich habe viel gelernt, sehr viel gelernt. Ja, das war, wir haben ein paar Vorbereitungstreffen schon gehabt. Ich empfinde dieses Forum einen unheimlichen Fortschritt. Wir sind wirklich viele Schritte weitergekommen, auch mit der speziellen Fragestellung Digitalisierung, was mir wirklich sehr gut gefallen hat. Ja, das war sehr interessant. Wir haben sehr viele interessante Aspekte von der zukünftigen Medizin besprochen. Was mir angekommen ist, dass in der Zukunft die Digitalisierung und der Datenaustausch wird immer mehr und mehr Rolle spielen in der Medizin. Und das ist nicht gegen den Patienten, sondern für den Patienten. Ängste kann man nur überwinden durch Aufklärung. Ärzte müssen auch informiert werden darüber, wie zum Beispiel künstliche Intelligenz funktioniert, um ihnen Dinge abzunehmen. Auch die haben Ängste. Und ich denke, dass Patienten einfach verstehen müssen, dass viele der Daten und viele der Dinge, die schwer zu verstehen sind, wie ein Gen, ja, dass das richtig angewandt sehr, sehr vorteilhaft für sie sein kann. Das Wichtigste heute war, dass der Versuch unternommen wird, einen Anstoß für eine Diskussion in der breiten Öffentlichkeit zu geben, weil ich es für wichtig erachte, dass man überlegt, wie der Gesundheitssektor sich weiterentwickeln kann, wenn man überlegt, eben wie stark die Technologie Einzug halten wird, noch zunehmend Einzug halten wird in den Bereich des Gesundheitssektors und dass man dazu kommt, dass die Angst genommen wird vor dieser technischen Entwicklung, sondern dass diskutiert wird, welche Chancen bestehen zugunsten des Patienten, wenn man die Technologie entsprechend technisch und rechtlich sicher einsetzt. Ich denke, diese Veranstaltung kann jetzt anstoßen. Die kann zur Diskussion anstoßen. Die kann Menschen auffordern, gib mal ihre Mitteilung, ihre Empfindung dazu und wir kommen vielleicht in die nächste Diskussionsrunde. Also ich glaube, es soll beruhigen, es soll Angst nehmen, informieren, denn ohne Information werden wir diese Angst nicht nehmen können. Mir war der Punkt wichtig, dass man nicht nur neue Dinge ausdenkt, sondern auf Bewährtes und Historisches und Biologisches zurückgreift. Wie legt die Natur Daten des Menschen ab im Körper und in jeder Zelle? Das ist perfekt ausgedacht von der Natur, bewährt, Best Practice seit Millionen und Milliarden von Jahren. Und daran soll man anknüpfen und vielleicht noch verbessern. Ich glaube, dass wir nicht mehr in lokalen oder nationalen Ideen schwelgen dürfen, sondern wirklich global denken müssen.
Der Mensch ist global mittlerweile. Wir verreisen. Wir möchten unsere Gesundheit mitnehmen und unsere Gesundheitsbetreuung mitnehmen. Und ich denke, dass wir auch es nicht vermeiden können, mit anderen Gesundheitssystemen zu interagieren. Ich habe auf die Tafel geschrieben, Ethik in den Fokus, weil ich davon überzeugt bin, dass bei aller Digitalisierung, bei allem Interesse an zukünftigen Ausrichtungen, die Ethik eine fundamentale Rolle spielt. Wir alle sind motiviert, an einem Projekt zu arbeiten, wo wir die Leute wissender machen wollen, und wir tun da alles für, und deshalb nochmal hier in diese Runde echt tausend Dank. Ich bin so glücklich und auch so berührt mit dem, was wir geschaffen haben. Ganz großes Kino. Danke.